Herzlich willkommen zum heutigen DNO Lunch and Learn. Die Aufzeichnung läuft, von daher, wenn mich jemand erinnern wollte, vielen Dank, das ist schon passiert. Ich konnte es mir merken, glücklicherweise. Bevor wir starten, kurzer Disclaimer, wie immer. Ich verfalle ja gern ins Du, also wenn dich das stört und du nachher eine Frage hast, du siehst mich einfach bitte und dann sieht dich gerne zurück. Das Ganze hier ist ein riesen Supermarkt. Also nimm bitte das mit, was du brauchst. Alles andere lässt du hier bei mir. Das heißt, starte mal ein, sehr kritisch zu sein. Das, was ich mitbringe und erzähle und erlebt habe, muss nicht unbedingt auf deinen Kontext und auf dich zutreffen oder passen. Solltest du schon mal das Vergnügen in Anführungszeichen gehabt haben, mit mir zu arbeiten, Ähnlichkeiten sind immer reiner Zufall. Also wenn ich irgendwelche lustigen Geschichten erzähle, das ist wie in einem guten Film und fallen liebe Zeichen auf. Worüber reden wir heute? Über das Backlog. Zuerst mal eine kleine Definition, was ist überhaupt, woher kommt der Begriff? Dann zweitens gute und schlechte Backlogs, wie kannst du die eigentlich differenzieren und wie kannst du oder was kannst du tun, um denn für dich zu einem guten Backlog-Management überhaupt zu kommen? Und zum Schluss, sofern es welche gibt, Fragen und gerne auch Antworten. Starten wir mit einer kurzen Definition. Also erstmal der englische Begriff Backlog, einfach Rückstau bzw. Arbeitsrückstand. Kannst du dir das vielleicht wie so einen Stau von einem kleinen Tunnel vorstellen? Also irgendwas, in dem Fall ganz konkret die Arbeit. Ja. Arbeit staut sich zurück und wartet auf Umsetzung. Der Begriff selber ist eines der wichtigsten, oder das Backlog selber eines der wichtigsten Scrum-Artefakte. Ich würde auch, also genau, ich will jetzt keine Historienforschung oder Ahnenforschung betreiben, aber ich würde auch mal den Begriff und die Verwendung des Backlogs ein bisschen auf Scrum zurückdatieren. Also eines der wichtigsten Frameworks und seitdem wird es aber auch in unterschiedlichen Kontexten, auch über Scrum hinaus, als Arbeitswerkzeug verwendet. Am Ende, wenn man das anders definieren will, ist dein Backlog einfach eine Liste mit noch zu erledigenden Arbeiten. Ja, an der Stelle könnte man eigentlich aufhören, aber wie wir sehen werden, brauchst du auch irgendwie ein gutes Management, beziehungsweise gibt es eben gute und schlechte Listen. Und die Ursache für die Entstehung dieses Rückstands, dieses Arbeitsrückstands ist eigentlich auch relativ einfach zu erklären. Die Arbeit ist größer als die zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Das heißt einfach, Kapazitäten sind ein Engpass. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Ich behaupte, du hast einen Backlog. Ob dir das heute bewusst ist, sprechen wir im Anschluss drüber, ob du, ja, weil es gibt ja auch, wie gesagt, vielleicht unsichtbare Backlogs. Das heißt ja erstmal, dass es die Nachfrage nach einer Leistung, egal ob du interne Leistung erbringst oder vielleicht direkt gegen den Kunden arbeitest, ist erstmal größer als die Kapazitäten. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Eine Leistung, die keiner nachfragt, da gibt es auch selten einen Backlog zu. Dann hast du entweder deutlich zu viele Kapazitäten oder es interessiert noch schlimmer keinen, was du eigentlich tust. Ein zweiter Bestandteil der Definition, was ist denn eigentlich drinne? Weil oft erlebe ich, dass Backlogs irgendwie reduziert werden. Es wird nur so ein Teilausschnitt der Arbeit sich irgendwie angeguckt. Ich habe da eine ganz andere Vorstellung von, wenn das eine Repräsentation deiner zu erledigenden Arbeiten sein soll, dann ist es auch relativ einfach, was in deinem Backlog reingehört. Nämlich alle Arbeiten, die Zeit und Kapazität deiner Organisation binden und auf Umsetzung warten. Wenn ich jetzt hier sage Organisation, ja, dann kann es entweder dein Unternehmen, dein Bereich, dein Team betreffen. Also leg dir den Begriff gerne so zurecht, wie er denn für dich überhaupt passt. Dazu gehören, was gehört jetzt alles dazu? Ja, also alle Arbeiten, die Zeit und Kapazitäten binden, das können einfach neue Ideen sein, wo du sagst, naja, ich habe hier noch eine brillante Idee, daran sollten wir doch mal in meinem Team arbeiten oder in unserem Team. Es können geplante Leistungsmerkmale sein, das ist aber auch genauso operatives Tagesgeschäft. Es sei denn, das macht dir keine Arbeit, dann kannst du das an dir vorbeirauschen lassen. Es können genauso Mängel und Bugs sein. Also alles, von dem du sagst, das hält uns irgendwie den ganzen Tag beschäftigt und sorgt dafür, dass wir abends nach Hause gehen und das Gefühl haben, wir haben wirklich was geschafft und gearbeitet. Jetzt noch eine dritte Sichtweise. Wie gesagt, Backlog, der Begriff heute, wird in ganz unterschiedlichen Kontexten entwickelt, von der Produktentwicklung bis heute zur Verwaltung von strategischen Portfolios. Und das sind jetzt einfach mal drei Sichtweisen, damit du das vielleicht in deinen Kontext ein bisschen besser andocken kannst. Das eine, das ist der originäre Background eines Backlogs, ist eigentlich ein Product Backlog aus dem Scrum Framework. Darin findest du einfach alle Anforderungen, Leistungsmerkmale, Bugs, die für die Entwicklung und vor allem aber auch den Betrieb deines Produktes oder deiner technischen Plattform einfach notwendig sind.
Ja, entsprechend redest du auch im Scrum-Kontext, wenn du ein Product Backlog pflegst von Product Backlog Items. Das hört sich alles ein bisschen technisch an, sind nichts weiter als Arbeitseinheiten innerhalb deines Backlogs, die eben auf Umsetzung warten. Dann gibt es genauso in einem Projektkontext, kannst du sagen, ja, wir haben ja eigentlich einen Project Backlog. Das sind einfach alle Aufgaben, alle Arbeitseinheiten, die im Kontext deines Projektes irgendwie auf eine Erledigung warten. Und du könntest gut, genauso gut sagen, ein strategisches Backlog auf Unternehmensebene. Also wir schauen uns hier an, welche Projekte, welches Portfolio, welche Initiativen treiben wir überhaupt auf Unternehmensebene voran. Kannst du genauso gut sagen, das ist ein strategisches Backlog, also ein Portfolio von Vorhaben, Initiativen, Projekten, die einfach notwendig sind, um die erfolgreiche Entwicklung deines Unternehmens voranzutreiben. Das sind so ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube, diesen Kontext für dich zu definieren, und ich sage da später noch was zu, den Kontext sauber zu definieren. Was beschreibt denn eigentlich dein Backlog? Ist ein elementar wichtiger Schritt. Schon mal ein kleiner Vorgriff, dass dein Team ist möglicherweise oder andersrum, die Art der Leistung, die Art der Arbeit, die ihr end-to-end erbringt, ist wichtiger als eine organisatorische Aufteilung für die Definition deines Backlogs. Also es ist nicht so relevant und interessant, macht dein Team vielleicht nur einen funktionalen Ausschnitt, sondern es ist eher relevant zu verstehen, was ist genau der Kontext des Vorhabens, zu dem ich ein Backlog überhaupt pflege. Dann hast du so ein bisschen den richtigen Wirkungsradius oder die Reichweite deines Backlogs mal für dich und dein Vorhaben definiert. Und eine Nachricht habe ich für dich. Ich sagte das ja eben schon, sofern du nicht in einer unglücklichen Situation bist, dass das, was du tust, eigentlich keinen interessiert. Dann hast du auch keinen Backlog, aber dann ist der wahrscheinlich den ganzen Tag auch sehr langweilig. Oder du vielleicht in einer Unglück oder in einer sehr glücklichen Situation, obwohl ich weiß gar nicht, wäre ich dann glücklich, unglücklich. Also sprich, viel zu viele Menschen, die eigentlich mit einer Erledigung deiner Aufgaben arbeiten könnten, dann hast du möglicherweise auch keinen Backlog, weil sich gar nichts zurückschaut, weil eben Kapazitäten gar kein Engpass sind. So, aber nur weil du eins hast, ein Backlog, muss es nicht heißen, dass es auch gut gepflegt ist oder dass es überhaupt da ist, deswegen die Unterscheidung. Und ich habe darüber jetzt parallel auch einen Blogbeitrag geschrieben. Ich muss sagen, es gibt Blogposts, die schreibe ich so, ich will nicht sagen, abends auf der Terrasse, aber das geht mir so leicht von der Hand. Bei dem über Backlogs, ich weiß nicht, wie oft ich dann auch ja, Kunden, Bekannte oder Leute, von deren Meinung ich viel halte, gefragt habe, kannst du das nicht mal lesen? Ich habe selber das Gefühl, ich finde hier, ich kriege den, ja, ich krieg's nicht richtig gepackt und beschrieben. Und diese Unterscheidung in gute und schlechte Backlogs, die hat mir dann auch geholfen, zu sagen, ja, okay, jetzt kriege ich so langsam da auch eine klarere und eine bessere Struktur rein. Also es war gar nicht so trivial, das mal zu erklären, runterzuschreiben, was ist denn eigentlich ein Backlog. So, die Unterscheidung gute und schlechte Backlogs, weil ich sagte, ja, und da habe ich für mich so konzeptionell, da habe ich lang gebraucht, bis ich das wirklich für mich rund hatte, ist einfach wichtig, weil ausgehend von der Hypothese, du hast dein Backlog, wenn du nicht gerade ja, eine schlechte Leistung erbringst oder viel zu viele Kapazitäten hast, hast du ein Backlog. Und jetzt gibt es aber schlechte. Ja, woran merkst du, dass du ein schlechtes Backlog hast? Das ist zum einen eine gewisse Überforderung und Überlastung deiner Organisation. Wenn du so den Eindruck hast, nichts ist irgendwie fertig, wir halten, versuchen alle irgendwie noch die Teller irgendwie oben zu halten. Du kannst, wenn ein Kollege auf dich zukommt und sagt, das beobachtet man witzigerweise in vielen IT-Organisationen so, ja, da hast du einen kleinen Request und dann sagen die dir, ja, du bist ja lustig. Wir haben März, komm nächstes Jahr wieder. Ja, dann können wir vielleicht mal drüber reden. Das ist ganz klar Ausdruck eines Backlogs, aber eines, was in meinem Verständnis dann eher schlecht gepflegt wäre oder eher eines schlechten Backlogs. Das heißt, neue Arbeit ist für deine Organisation, dein Team überhaupt erst in mehreren Monaten möglich. Und du bist in einer stark reaktiven Position. Statt irgendwie in einer aktiven und sagen, wow, ist ja toll, du hast eine neue Anforderung, da steht Arbeit vor der Tür. Lass uns mal schauen, wie wir das für uns irgendwie eingecued und priorisiert kriegen. Mal kurz ein paar Kriterien. Also schlechte Backlogs sind unsichtbar. Das heißt, sie sind da, aber auch nicht, weil du siehst sie nicht. Ja, du kannst sie nicht anfassen, du kannst sie nicht bewerten. Die Arbeit ist da, aber wenn du dann Leute fragst, ja, wo steht sie denn? Wo ist sie denn? Zeig sie mir mal. Ja, wir müssen das und das. Also die existiert dann in den Köpfen möglicherweise, aber sie ist nicht da und sie ist nicht sichtbar. Und deswegen, da sie nicht sichtbar ist, kann sie auch nicht gemanagt werden. Also wie soll ich das managen? Also möglicherweise nur im Kopf oder auf irgendwelchen verteilten Listen irgendwo rumschwebt oder in irgendwelchen E-Mail-Postfächern, kann ich nicht managen. Gute Backlogs dagegen sind extrem transparent. Das heißt, ich kann on click irgendwo hingehen und sagen, das ist die Arbeit, die bei mir ansteht.
Zweitens sind sie auch detailliert genug beschrieben. Wir gehen jetzt auf diese einzelnen, also wie erreichst du denn, dass du überhaupt ein gutes Backlog aufbauen kannst? Detailliert, damit meine ich, dass der Kontext einer Arbeitseinheit auch irgendwie beschrieben ist, dass klar ist, was soll denn überhaupt gemacht werden und wer profitiert davon. Drittens, sehr wichtiger Punkt, ein gutes Backlog ist immer priorisiert. Das muss nicht heißen, dass du alle Arbeitseinheiten immer jederzeit priorisiert hast, aber dass du zumindest, daran kommen wir auch im Backlog-Management, je nachdem, wie du arbeitest, dass du so auf Sichtweite immer sagst, ich habe hier einen priorisierten Arbeitsanteil. Und wenn was Neues reinkommt, habe ich auch Prozesse, um das immer wieder neu zu priorisieren. Ja, also es ist einfach im Fluss, nämlich, das ist das vierte Kriterium an gutes Backlog, es ist natürlich dynamisch. Also wenn du nicht gerade in der Behörde arbeitest, ja, aber selbst da wäre es wahrscheinlich dynamisch, weil auch da wieder immer neue Anforderungen, geplante Leistungsmerkmale, Verbesserungen auf dich zukommen. Das heißt, dein Backlog verändert sich eigentlich ständig. Einmal, weil was Neues reinkommt, aber hoffentlich auch, weil natürlich Arbeit zum Teil erledigt ist. Und drittens ist es immer vollständig. Das heißt, dein Backlog enthält immer und repräsentiert immer die Summe aller Arbeiten, die dir in dem jeweiligen Zeitpunkt einfach bekannt sind. So, wie erreichst du das jetzt? Das ist eine schöne Liste, ja, ein paar kluge Sprüche vom Deal. Was macht denn eigentlich ein gutes Backlog aus, gute, schlechte? Aber wie kommst du jetzt dahin? Und nochmal, ich glaube, jeder hat einen Backlog. Die allermeisten sind halt schlecht, weil sie unsichtbar und nicht gemanagt sind. Wie schaffst du es jetzt, ein gutes Backlog aufzubauen? Und da habe ich dir ein paar Schritte mitgebracht. In Form, in die reingehen, was ist eigentlich das Ziel? Ja, warum sage ich nicht, naja, es ist ja irgendwie in Ordnung, die Arbeit ist da, dann kommt sie, steht sie irgendwann vor der Tür, irgendwann lasse ich sie rein, kann aber eigentlich niemandem sagen, wann genau und was denn anderes noch wichtiger wäre. Was sind denn überhaupt die Ziele? Punkt 1, Handlungsfähigkeit sicherstellen. Das heißt, du, Ziel eines gut gepflegten Backlogs ist, dass deine Organisation zu jeder Zeit maximal handlungsfähig aufstellen kannst. Das heißt, wenn neue Arbeit reinkommt, von der du sagst, naja, die ist doch deutlich wichtiger als alles andere, hast du irgendwelche Prozesse und Managementprozesse, damit es überhaupt gelingt, dass du möglicherweise diese wichtigere Arbeit an anderen Arbeiten vorbei sozusagen nach vorne schieben kannst. Zweitens möchtest du natürlich, das geht so ein bisschen Hand in Hand, dass du sagst, na, ich will natürlich auch die werthaltigere Arbeit zuerst erledigen. Also ich möchte nicht mit Dingen beschäftigt sein, von denen ich eigentlich im Vergleich zu anderen denke, die sind ja lange nicht so wichtig und so werthaltig, die kreieren nicht den gleichen Value. Und du möchtest über die gute Backlog-Pflege natürlich deine Anpassungsfähigkeit. Das geht so ein bisschen in Hand der Handlungsfähigkeit. So, kommen wir zum ersten Punkt. Ja. Was ist der erste Schritt zu einem guten Backlog? Naja, einfach das Backlog mal beschreiben. Das klingt sehr trivial, ja, und je nach Kontext deines Vorhabens ist es eine kleinere Aufgabe oder auch eine größere. Was meine ich damit? Dass du einzelne, also du beschreibst ja nicht dein Backlog als Ganzes, sondern beschreibst du einzelne Arbeitseinheiten, die dein Backlog nachher ausmachen. Also du beschreibst einzelne Backlog-Items. Was gehört für mich in eine Beschreibung eines guten Backlog-Items? Naja, erstmal auch überhaupt eine Aussage darüber, wer profitiert denn da überhaupt davon? Also wer profitiert von der Arbeit, die wir hier verrichten? Wer ist meinetwegen der Anwender, der Kunde oder auch überhaupt der Profiteur, Nutznießer von dieser Arbeit? Zweite Aussage, was hat er denn für ein Problem? Welches Bedürfnis adressiere ich denn eigentlich damit? Also Problem, das ist jetzt eine sehr Design-Thinking-lastige Ansicht. Was hat er für ein Problem? Möglicherweise hast du ja schon Ideen, wie du das lösen kannst. Muss aber nicht. Es reicht vollkommen aus, wenn du sagst, was für ein Bedürfnis, was für ein Problem hat er denn eigentlich? Vielleicht kannst du sogar sagen, welche Zielmessgrößen sich denn überhaupt verbessern, wenn du die Arbeit erledigt hast. Geh mal davon aus, hier ist nicht langweilig. Das heißt, du willst ja irgendwie ein Verständnis darüber entwickeln, was genau hat sich denn zum Besseren gewendet, wenn wir die Arbeit erledigt haben. Und damit gehen einher, wie beschreibst du denn so ein bisschen das ideale Outcome? Wer schon mal im Webinar war, ich habe diese Grafik, zeige ich öfter, ja, damit du mal ein Gefühl entwickelst, was ist denn überhaupt ein Outcome? Also wenn ich sage, ein Backlog-Item sollte ein Outcome beschreiben. Es gibt die Unterscheidung, wenn wir das mal für das Beispiel Kuchenbacken anschauen, du hast ein Input, Eier und Schmalz, Butter und Salz, da musst du viel tun.
Ja, den Teig kneten, rühren, backen, in den Ofen schieben, dann hältst du irgendwann den Kuchen in den Händen. Aber der Kuchen selber ist ja nur der Output. Das ist noch kein Outcome. Weil was du damit erreichen willst, ist möglicherweise ein schöner Kindergeburtstag, Kaffeekränze mit deinen Freunden. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal in beruflichen Kontext, zum Beispiel für ein Digitalprojekt machen, du brauchst Entwicklungsressourcen, Zeit, Geld, planen, designen, entwickeln. Du hältst irgendwann einen App-Service in den Händen und du hast dann einen gewissen User und oder auch Business-Value. Und ein einfaches Format, ein solches Backlog-Item zu beschreiben, wäre zum Beispiel eine User-Story. Das ist nicht zwingend vorgeschrieben. Das hat sich zum Beispiel, wenn du in einem Scrum-Team arbeitest, so ein bisschen als de facto Standard etabliert, dass du einzelne Backlog-Items mit diesem Format beschreibst. Warum? Das ist sehr einfach zu erlernen. Es braucht ein bisschen Übung, gute User-Stories zu schreiben. Und die ist relativ einfach aufgebaut als User, also das ist der Anwender. Möchte ich eine Feature, funktionale Anforderungen, damit ich irgendeinen Nutzen daraus ziehe. Ja, und damit ist eigentlich, viele Anforderungen sind damit eigentlich umfänglich beschrieben. Letzter Punkt für die Beschreibung deines Backlogs war der erste Schritt, um überhaupt in so ein aktives Management reinzukommen. Da kann man sich fragen, ja, wo schreibe ich es denn auf? Ganz im Ernst, je nach Größe deines Vorhabens, sage ich dir, naja, nimm am Anfang mal ein digitales Whiteboard, die haben wir alle so Aufgabenlisten, nimm ein professionelles Backlog-Tool oder auch mal, wenn es sein muss, eine Excel-Liste. Nur ab einem gewissen Umfang wirst du nicht umherkommen, auf ein gewisses, sag ich mal, ein reifes Tool auch umzusteigen, um überhaupt diese Anforderungen der Transparenz erfüllen zu können. Und hier mal nur drei ganz kurz, ja, damit du es einfach mal gehört hast und mich mal gesagt habe, was ich von denen halte. Trello ist super easy. Ja, kannst dich heute anmelden, versteht jeder, ist universell einsetzbar, hast eine sehr flache Lernkurve. Der Nachteil ist einfach, dazu kommen wir zum zweiten Schritt, du kannst dort keine richtigen Hierarchien pflegen. Ich kenne zumindest keinen guten Weg. Ja, es kann sein, dass was an mir vorbeigegangen ist. Entsprechend geht schnell ein bisschen der Überblick verloren. Das ist aber super geeignet für relativ kleine Backlogs, wo du sagst, die Arbeitseinheiten in sich sind eigentlich alle ähnlich groß. Und mir reicht, ja, ich habe keine Ahnung, so ein Backlog von vielleicht 100 Einträgen. Ich glaube, da kommst du mit Trello noch relativ gut klar. Azure MS DevOps, das setze ich in manchen Projekten ein. Das ist eher was für Techies und Entwickler, ja. Und das Gleiche gilt auch für Jira. Das sind extrem umfangreiche Plattformen. Und du brauchst und wirst diese Plattformen und die Kapazität und die Power, die da drin steckt, nur richtig nutzen und deinen Workflow verbessern, wenn du da dedizierte Admin-Ressourcen draufsetzt. Das geht anders nicht. Ja, du kannst es nicht so ein bisschen on the go. Dann hast du, um es in Worten von, wir haben ja gerade Fußball-EM, Zlatan Ibrahimovic mal über seinen Trainer gesagt, hast Ferrari in der Garage, fährst nicht wie ein Fiat, dann machst du einfach da zu wenig draus. Ja, also wenn du auf so eine große Lösung gehst und ab einer gewissen Backlog-Struktur Größe eines Vorhabens brauchst du die unbedingt, brauchst du auch Admin-Kapazitäten, die dir helfen, das ein bisschen zu managen und die ganzen Workflows darum rundherum auch gut zu etablieren. So, das war jetzt der erste Schritt. Also was haben wir bisher gemacht? Ja, Backlog-Management. Wir haben einfach nur beschrieben, was ist denn eigentlich die Arbeit? Ja, wenn du jetzt mit einem Projekt startest, kannst du das gut im Workshop-Charakter machen. Schreib es irgendwo auf, ja, aber schreib es auf. Also lass es nicht irgendwo, ja, in den Köpfen, sondern schreib es auf, weil nur was dann auch anfassbar ist, kannst du nachher in einem zweiten Schritt überhaupt strukturieren. Was meine ich? Und wie gesagt, das ist jetzt so eher ein optionaler Schritt. Also je nachdem, wie groß dein Vorhaben ist, musst du nicht zwingend durch den Schritt, aber ab einer gewissen Größe führt da eigentlich kein Weg dran vorbei. Was machst du dort? Du ordnest, strukturierst die Backlog-Items und gibst denen, du guckst da über verschiedene Sichten drauf. Das eine ist so eine fachliche Qualifizierung. Also was ist denn eigentlich zu tun? Und der zweite ist eher so eine quantifizierte Sichtweise. Wie groß ist denn eigentlich die Arbeitseinheit oder die Arbeit, die ich hier zu verrichten habe? Und das Ziel ist, dass du eine Hierarchie aufbaust oder einen Ordnungsrahmen etablierst, damit du überhaupt, in welcher Rolle du auch bist, ihr alle im Team, dieses Backlog überhaupt navigieren könnt. Also damit ihr einzelne Anforderungsleistungsmerkmale auch überhaupt wiederfindet. Und jetzt mal eine Referenz aus der Softwareentwicklung, die sich zunehmend auch in nicht technische Bereiche so ein bisschen fortpflanzt. Da sprichst du bei sehr großen Anforderungsbereichen und Domänen von Epics, die sind halt episch breit
und tief und die lassen sich abschließend kaum beschreiben. Ja, also da kannst du einfach nur sagen, du hast hier ein großes Domain, einen großen Anforderungsbereich, gibst dem Namen und nicht mit dem Ziel, dass du das in die Umsetzung überführst, sondern damit du einen Ordnungsrahmen hast, wo du dann in dem nächsten Step einzelne Features auch einordnen kannst. Ja, ein Feature im Vergleich zu einem Epic ist ein konkretes, in sich geschlossenes Leistungsmerkmal als Bestandteil eines Epics. Also siehst, das ist alles, das ergibt jetzt so eine Hierarchie. Features wiederum sind durch User Stories, also funktionale Anforderungen, die in sich geschlossen auch schon einen Wert für den Kunden und Nutzer darstellen, beschrieben. Kurzer Hinweis, wir haben jetzt hier zweimal User Stories und ich kann dir diese Mehrdeutigkeit, aber ihr kommt ja damit klar, wir leben ja in der VUCA-Welt, ja, also Mehrdeutigkeiten, da müssen wir jetzt mit umgehen. User Stories hat typischerweise eine zweifache Bedeutung. Das eine aus dem ersten Teil war so eine beschreibende, also eher eine Konvention, wie beschreiben wir Anforderungen? Im Kontext einer Struktur ist es gemeint als eine hierarchische Arbeitseinheit. Du könntest, um die Verwirrung komplett zu machen, könntest zum Beispiel auch Features mit User Stories beschreiben. Ja, also wenn dir jemand sagt User Stories, dann ist in welchem, also in welchem Sinne, wie meinst du es denn jetzt? Als ein Format, wie ich Anforderungen beschreibe, oder als ein strukturelles Element deines Backlogs? Auf gleicher Ebene wie eine User Story würde eine Technical Story liegen. Das ist der Unterschied, dass der User, der Anwender davon nicht unmittelbar profitiert, aber das können so zum Beispiel, auch das ist jetzt Definitionssache, es können einfach bei einem technischen Produkt eher technische Voraussetzungen sein, damit du überhaupt deine Plattform betreiben und bereitstellen kannst. Es können aber auch zum Beispiel, je nachdem, in welchem Kontext du unterwegs bist, vielleicht regulatorische Anforderungen sein. Oder dieser ganze DSGVO-Wahnsinn. Hat der User, ja, ich will jetzt um Gottes Willen ein schlechtes Beispiel, hat der User da direkt was davon, werden deswegen die Inhalte irgendwie besser oder die Qualität einer Seite besser? Weiß ich nicht unbedingt. Ja. Also technische Stories können auch eher einfach so regulatorische Anforderungen sein. Darunter, unter den User Stories und Technical Story, findest du erst Tasks. Ja, und jetzt wird auch klar, du brauchst auch je nach Größe deines Vorhabens eine gewisse Flughöhe, damit du überhaupt mal Anforderungen beschreiben kannst oder erfassen kannst. Ja, also Tasks, wenn du nur auf Task-Ebene gehst, bist du viel zu kleinteilig und verlierst irgendwann auch den Überblick. Ja, das heißt, diese Hierarchie hilft dir ein bisschen auch Anforderungen einzudocken und Tasks sind wirklich konkrete Aufgaben, die du, sag ich mal, mindestens auf Tagesbasis umsetzen kannst. Aber du sagst, das ist hier wirklich einfach nur ein Short Reminder, ja, einfach abarbeiten. Und dann, das ist jetzt eine andere Sichtweise, das ist eine fachliche Qualifizierung als Bug, wie man dann damit umgehen kann oder als Mangel. Die hindern einfach den Kunden an Weiterarbeit. Und was du mit dieser quantitativen und qualitativen Sichtweise später für die Priorisierung machen kannst, das machen wir im dritten Schritt. Und wenn du zum Beispiel schon mal mit Scrum gearbeitet hast, ja, dann ist jetzt so User Stories ist typischerweise die Grenze. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Größe eines Features an, aber das ist so typischerweise die Arbeitsebene für Sprints. Epics sind viel zu groß und können nie in eine Umsetzung in einem 4-Wochen-Zyklus gehen. Damit es mal ein bisschen greifbar wird, habe ich dir mal ein Beispiel mitgebracht. Keine Angst, ist kein Kunde, ist wirklich nur ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast eine Company, die entwickelt eine individuelle Software und die pflegt diese Software wird im Rahmen von Projekten bei Kunden eingesetzt. Also kannst du sagen, ja, ein Bestandteil deiner Arbeit ist einfach Entwicklung. Das hat hier die SoftPro AG einfach wie eben skizziert aufgebaut. Dann gibt es noch so Implementierungsarbeiten, also Projektarbeiten. Der Kunde kommt, sagt, ich habe hier ein paar zusätzliche Anforderungen. Da hat die SoftPro AG, das Team, gesagt, naja, das ist nicht so tief. Ja, es hat eine andere Art der Anforderung. Das heißt, wir kommen hier gut nur mit User Stories und Technical Stories und Tasks klar. Wir brauchen diese Flughöhe, Epics und Features brauchen wir hier gar nicht. Und dann haben sie gesagt, komm, jetzt machen wir das Backlog mal einmal für die gesamte Organisation rund. Eine dritte Art der Arbeit sind einfach Pre-Sales, Ausschreibungen, die Teilnahme. Haben sie gesagt, Features, Epics brauchen wir ja auch nicht. Ja, die Arbeitseinheit, die eigentlich relevant ist, sind Anfragen und darunter werden dann verschiedene Tasks organisiert. Und das heißt, in diesen ersten zwei Schritten hast du jetzt einmal A, die Arbeit beschrieben und B, hast du eben eine gewisse Struktur gegeben. Und die Struktur, wie gesagt, damit du das navigieren kannst. Ja, bevor ich heute ins Webinar bin, habe ich selber da gesessen, habe einen Backlog gepflegt,
Für mich jetzt aus der Rolle eines Product Owners brutal wichtig, dass ich irgendwie Anforderungen auch verorten und wiederfinden kann. Weil sonst geht dir irgendwann echt total der Überblick verloren und du kannst diese Transparenz auch überhaupt nicht mehr herstellen. Und jetzt wird es schön. Jetzt kommen wir nämlich zum Priorisieren einzelner Backlog-Items. Und mit dieser Priorisierung möchtest du ja einfach festlegen, woran arbeiten wir jetzt als nächstes, aber auch gleichzeitig eine Aussage darüber treffen, was schafft mehr Wert. Für diese Priorisierung hast du grundsätzlich zwei Strategien. Du kannst einmal sagen, ich definiere Automatismen. Ich habe das ja eben am Beispiel Bugs erklärt. Ein Bug, will ich einen Bug noch explizit priorisieren müssen? Nein. Ja, da kann ich noch Unterscheidungen treffen. Also ich kenne Teams, die unterscheiden das noch weiter. Da ist ein Bug nicht gleich ein Bug. Da gibt es wirklich die Mission Critical Bugs, wo beim Kunde alles steht. Da gibt es eine klare Regel dahinter, die werden sofort bearbeitet. Da wird alles stehen und liegen gelassen. Und wir fixen diesen Bug, bis wir einen Hotfix eingespielt haben und der Kunde weiterarbeiten kann. Das ist einfach eine Regel, die dort definiert wurde. Ja, es gibt da keinen allgemeinen Standard. Wichtig ist, dass ihr in deiner Organisation, in deinem Team für euch Regeln definiert. Wie genau wollen wir denn, wie A, beschreiben wir die Arbeit, also auch so ein bisschen eine Naming Convention. Wie qualifizieren wir so von der Größe, aber auch von der fachlichen Einordnung, damit ihr jetzt in diesem Schritt überhaupt sagen könnt, Automatismen definieren. Weil während der eine Bug vielleicht Mission Critical ist, ist der andere vielleicht einfach nur nervig und hindert den Kunden nicht am Weiterarbeiten. Da kann ich ganz anders mitarbeiten und umgehen. Und das Zweite, ja, ich behaupte, diese Automatismen definieren. Ich könnte jetzt bei der SoftPro AG sagen, okay, die Bearbeitung einer Anfrage hat immer Vorrang. Ja, keine Ahnung, das ist meistens relativ oft im Zusammenhang mit Mängeln, die einfach auftreten. Da hast du sehr oft Automatismen dahinter. So, wenn dein Automatismus nicht greift, brauchst du eine explizite Priorisierung deiner Backlog-Items. Wie man das macht, gebe ich jetzt mal ein paar Anregungen und Tipps. Es geht ja nichts, also was das Ziel der Priorisierung ist, festzulegen oder ein Gefühl dafür zu entwickeln, was schafft mehr Wert. Und am Ende ist eine Priorisierung oder auch die Frage, was schafft denn mehr Wert, immer eine Gegenüberstellung von Nutzen und Aufwand. Und was du aber machst, ist bei diesen agilen Schätzverfahren greifst du immer auf relative Schätzverfahren zurück. Das heißt, absolute Schätzverfahren vermeidest du unter allen Umständen. Warum? Viel zu aufwendig. Es ist viel zu aufwendig, eine abschließende Analyse darüber zu machen. Warum? Weil du gerade bei Aufgaben auch in der technischen Umsetzung lernst du den Umfang der Arbeit erst kennen, wenn du mittendrin bist. Das heißt, das ist ja dieses, wie man früher in der Softwareentwicklung gearbeitet hat, mit Pflichten, Lastenheften, das ist totaler Wahnsinn. Das ist viel zu zeitaufwendig. Deswegen machst du das nicht. Und du hast auch meistens, muss man sagen, für gerade wenn es um Nutzen geht, ja, hast du überhaupt keine saubere Datenbasis. Oder auch mal die Situation, dass du zwar viel hast, aber gar nicht so richtig weißt. Also hast du viele Daten, eine große Datengrundlage. Aber du kannst es überhaupt nicht so richtig bewerten. Deswegen gehst du immer nur auf Relativschätzverfahren. Was heißt das? Du bewertest einzelne Backlog-Items nur in Relation zueinander. Also du versuchst nicht eine Aussage zu treffen darüber, Backlog-Item A schafft den konkreten nachweisbaren Nutzen, sondern du sagst nur, nee, ich glaube, Backlog-Item A ist ein bisschen wertvoller als Backlog-Item B. Also was ich jetzt sage, kannst du sowohl für die Schätzung des Aufwands machen, als auch für die Schätzung des Nutzens. Ich habe auch gleich eine Methode dabei, mit der du das etablieren kannst oder beide Seiten gut betrachten kannst. Was ich unbedingt machen würde, ich würde den Aufwand immer getrennt vom Nutzen bewerten. Also versuch nicht so eine, ja, das führt zu viel zu viel Mischmasch. Also sei sauber. Was ist der Aufwand, der sich damit verbindet, und was ist eigentlich der Nutzen, der mit der Umsetzung dieses Backlog-Items verbunden ist? Dritte wichtige Grundregel: Die Aufwandschätzung bitte immer mit Experten machen, die auch was von der Umsetzung verstehen. Also die macht nicht irgendein Projektleiter oder irgendwelche komischen anderen Leute, die glauben, beurteilen zu können, was die Arbeit ausmacht, sondern die Arbeit ist ja jetzt beschrieben. Das war der erste Schritt. Zweitens ist es so ein bisschen auch in den Kontext eingebettet. Auch dafür ist der Aufbau einer Hierarchie extrem wertvoll.
damit der kommt, also wo spielt denn das überhaupt, welchem Epic spielt denn das überhaupt eine Rolle? Du könntest auch, kleine Side Note, du könntest auch mit Stakeholdern hingehen und sagen, wir priorisieren jetzt mal Epics. Ja, das kannst du ja genauso gut machen. Also auch alles, was ich hier zu relativen Schätzverfahren sage, kannst du sowohl auf Feature-Ebene machen, auf Epic-Ebene machen, das kannst du aber auch genauso gut auf PBI-Ebene machen. Also auf einzelne Backlog-Items gehen. Und unbedingt den Nutzen, den du glaubst zu stiften, regelmäßig mit den Nutzern oder auch den Kunden einfach verifizieren. Ja, weil, und auch gerade Nutzen ist ja was, versuch mal den Nutzen eines Features in Zahlen, also in absoluten Zahlen auszudrücken. Das geht meistens gar nicht. Ja? Das ist, auch da wäre jeder Versuch, das absolut zu versuchen, verlorene Liebesmühe. So, und ich sagte ja eben, ich habe noch eine Methode dabei, mit der es gelingt. Ich gebe zu, die ist so ein bisschen, die klingt von den Begrifflichkeiten so ein bisschen technisch. Sie kommt natürlich auch aus der Produktentwicklung. Aber mit ein paar Anpassungen, du findest alles dazu in meinem Blog, mit ein paar Anpassungen habe ich noch nie ein Backlog erlebt, was es nicht gelingt, mit dieser Methode zu priorisieren. Wichtig ist nur, nimm dir ein bisschen Zeit. Ja. Es ist halt meistens, bis du überhaupt mal eine gute Hierarchie für dein Backlog gefunden hast, bis diese Naming Convention mal klar ist. Nimm dir Zeit. Das ist wirklich einer der größten Fehler, den ich immer wieder wiederholt beobachte. Leute meinen, können das so en passant machen. Das geht nicht. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, miteinander reden, miteinander arbeiten, runterschreiben, nochmal drüber reden, bis du eine auch dann, ja, so eine Naming Convention für dein Backlog hast, aber vor allem bist du dann eine solche Methode, die hier heißt Weighted Shorts Job First, also hier das Akronym WSJF, das ist die WSJF-Methode, die nichts weiter macht, als zwei Größen gegenüberzustellen. Und das Schöne ist an der Methode, du bist relativ flexibel. Also was ich gerne mache, ich splitte das dann nochmal auf. Ja, also die Cost of Delay, und ich sagte ja, es ist so, was die Methode eigentlich ursprünglich kommt, so ein bisschen aus dieser Flow-Betrachtung, ist zu sagen, ich will natürlich die Items, die das beste Verhältnis zwischen Wertgenerierung und Zeit, die es braucht, und das repräsentiert ja auch den Aufwand, da will ich das beste Verhältnis, weil ich in einem agilen Verständnis lieber kleine Batches und kleine Werteinheiten liefern, als lange, ja, auf Tauchstation zu gehen, den und irgendwann im Big Bang präsentiere, den nachher möglicherweise gar keiner mehr braucht. So, also diese WSJF-Priorisierung wird dich am Ende zu einem einfachen Wert führen. Ja, das ist einfach ein Quotient aus einem Wert. Das basiert auf einer relativen Schätzung, meistens eine Zahl zwischen 1 und 10, und eine Job-Size. Das ist auch eine Zahl zwischen 1 und 10. Das teilst du durcheinander und dann hast du verschiedene Backlog-Items, die kannst du gegeneinander halten. Und das, was den höheren WSJF-Wert hat, das wird einfach höher priorisiert. Also sieht nachher so aus, das ist hier mal ein Beispiel für Product-Backlog-Items. Schreib da bitte dahin, was für dich gerade passt. Die Diskussion des Cost of Delays, wie gesagt, ich habe das in meinem Blog auf bis zu 5 Dimensionen aufgesplittet. Die darfst du dann einfach im Team gewichten. Und sagen, ja, wie schätzen wir zum Beispiel, steckt da drinne in den Cost of Delay, was hat denn der Kunde davon? Was haben wir davon? Ja, auch das würde ich unbedingt getrennt betrachten, weil sonst wird auch jede Wertdiskussion auch schwierig. Also guck dir getrennt an, was hat der Kunde davon, was haben wir davon? Also aus 5 setzt sich mitunter aus 5 Werten zusammen, wird gewichtet und führt dann zu einem einzigen Cost of Delay-Wert. Dann haben wir die Job Size bzw. den Aufwand. Auch die habe ich, das ist in der Originaldarstellung, das habe ich ein bisschen aufgebohrt, weil das Original geht davon aus, es ist ein Team, das arbeitet an der Software, an der Softwareentwicklung, an der Produktumsetzung. Und deswegen ist der Aufwand, den ein Team braucht, immer auch eine gute Repräsentation, oder die Zeit, die ein Team braucht, immer eine gute Repräsentation für den Aufwand. Das ist aber in vielen realen Projekten über die Softwareentwicklung hinaus keine gute Repräsentation. Deswegen habe ich da noch 2 weitere Dimensionen, also die Zeit, die es einfach braucht, habe ich noch 2 weitere Dimensionen definiert, die man sich angucken kann, nicht muss, um zu einem Wert zu kommen, der da heißt, das ist die Jobsize bzw. der Aufwand. Das ist, wie gesagt, eine relative Schätzung. Dann teile ich das durcheinander und habe daraus abgeleitet ein eindeutiges Ergebnis.
ganz wichtig, auch vor allem für die Methode, ja, all models are wrong. Also was du hier gemacht hast, ist ohnehin falsch. Aber das Wichtige dabei ist, auf dem Weg dieses Gespräch darüber zu haben und sich darüber ausgetauscht zu haben. Warum glaubst du, hat ein Product Backlog Item A mehr Wert als ein Product Backlog Item B? Das ist vor allem interessant, wenn man sich nachher mal auf einer Portfolio-Ebene, zum Beispiel, wenn das dein Kontext ist, anschaut, welche Projekte haben wir eigentlich, welche Initiativen. Da kriegst du sehr, aber kriegst du auch auf Feature-Ebene. Also die Diskussionen sind das eigentlich Wertvolle an dieser Methode. Die Methode gibt dir nur einen Rahmen, um sehr strukturiert eine solche Diskussion überhaupt führen zu können. So, was haben wir gemacht? Wir haben es beschrieben, wir haben es strukturiert und jetzt haben wir es priorisiert. Naja, jetzt ist die Arbeit aber immer noch nicht erledigt. Jetzt geht es darum, im vierten Schritt einfach auch Prozesse zu etablieren, wie du überhaupt diese Arbeit verrichten kannst. Weil es geht nicht darum zu sagen, wir machen hier einmal ein schönes Backlog und dann sind die Leute 18 Monate beschäftigt. Warum nicht? Weil dein Ziel ist es ja, handlungs- und anpassungsfähig zu bleiben und immer sicherzustellen, das, was ich gerade tue, ist auch wirklich das, was die höchste Priorität genießt. Da gibt es zwei grundsätzliche Strategien, wie du jetzt auch damit umgehen kannst, diese Prozesse zu etablieren. Das eine wäre so ein Pull, so ein Flow-Prinzip. Das ist so, da wäre dann Kanban die geeignete Methode. Das heißt, du bleibst kontinuierlich im Fluss. Du hast dein Backlog-Verfahren, wie das immer wieder priorisiert wird. Und das ist kontinuierlich, wird das neu priorisiert und Leute pullen sich die Arbeit, die eben dann in deinem Backlog ganz oben steht, sprich die höchste Priorisierung hat. Die zweite Strategie ist, dass du feste Zyklen definierst, in denen du arbeitest. Und Scrum wäre zum Beispiel ein Framework, das du nutzen kannst, um diese festen Zyklen mit Rollen, verschiedenen Meetings, mit gewissen Werkzeugen noch eine zusätzliche Struktur zu geben. Und was sind die Ziele, die du durch die Etablierung dieses Prozesses, egal wie du das machst, verfolgst? Du willst immer kleine Arbeitseinheiten definieren. Also du willst nie große Brocken in die Umsetzung geben, weil das viel zu unsicher ist. Ja, es dauert viel zu lange, die umzusetzen. Dadurch wird dein Backlog nur noch größer. Ja, große Brocken in der Umsetzung, die schwer abzuschätzen sind, schwer zu planen sind, sorgen dafür, dass dein Backlog immer weiter wächst. Du willst auch natürlich kontinuierlich neu priorisieren. Ja, also wer sagt denn, dass nicht in 3 Wochen eine Anforderung auf dich zukommt, wo du dann sagst, krass, die ist deutlich wichtiger als alles, was wir bisher gerade machen. Um dann eben auch handlungsfähig zu bleiben und sagen, Leute, wir machen jetzt was anderes und du willst die werthaltigste Arbeit zuerst erledigen. Auch hier nochmal ne, die Software abgeben, das Beispiel nochmal fortzuführen. Die haben sich in dem imaginären Beispiel, also keine Angst, das ist hier nicht irgendwie aus echten, das habe ich mir alles ausgedacht, die haben für sich definiert, na, über alle 3 Arbeitseinheiten, auch das ist mal eine extrem interessante Frage im Rahmen des ersten Schrittes, mal zu definieren, aus dem Kontext deines Backlogs abgeleitet, mit welchen Arten von Arbeit haben wir es denn hier eigentlich zu tun? Die haben gesagt, bei uns passt immer so ein 4-Wochen-Sprint, passt für uns ganz gut. Daraus leitet sich für die Software AG eine gewisse Arbeitsebene auch ab. Jetzt haben wir ein paar abschließende Impulse. Ich sagte es eben schon, Punkt 1, den Weg der Arbeit auch zu verstehen und auch zu beschreiben. Ja, das ist mitunter vielleicht sogar noch der Schritt 0, wenn der Kontext klar ist, mal überhaupt, welchen Weg geht die Arbeit eigentlich? Wer ist denn überhaupt der Kunde, der Nutznießer am Ende von unserer Dienst- oder von unserer Arbeitserbringung? Das würde ich unbedingt machen. Ich muss sagen, das wird oft gerade in funktionalen Organisationen mit ihren Abteilungen viel zu wenig verstanden. Ja, was machen wir eigentlich, warum machen wir es? Zweitens, um diese Falle zu vermeiden, viel zu große Arbeitseinheiten in die Umsetzung zu bringen, auch mal done work, das mal einfach für sich definieren. Ja, Definition of done für die Leute, die mit Scrum arbeiten oder damit in Berührung kommen, das ist ja auch nur nichts weiter als ein Werkzeug, damit ein Team ein gemeinsames Verständnis schafft, wann ist denn Arbeit wirklich erledigt. Weil wenn du das nicht definierst, auch gerne im Rahmen eines einzelnen Backlog-Items, bist du auch wieder nicht handlungsfähig. Wann ist die Arbeit denn wirklich erledigt? Also wann genau ist ein konkretes Arbeitsergebnis erzielt? Ich würde mir wünschen, in vielen Unternehmen und Organisationen, dass deutlich ehrlicher über Kapazitäten gesprochen wird. Dann nochmal, das Backlog kommt deswegen, weil Angebot und Nachfrage, ja, also Angebot nach Leistung, beziehungsweise Angebot und die Kapazitäten, die ich überhaupt habe, dieses Angebot auch umzusetzen, diese Nachfrage auch umzusetzen,
dass da gar nicht drüber gesprochen wird. Ja? Da wird immer so getan, na, die sind ja da. Und dann, keine Ahnung. Ja? Also gibt es oft auch wenig Transparenz darüber, wie viele Kapazitäten haben wir eigentlich genau zur Verfügung. Da würde ich mir wünschen, dann mal ehrlicher und klarer zu sein, zu sagen, das sind die Kapazitäten, Klammer auf, dann aber bitte nicht in diese Falle tappen und sagen, in diese Brute Force-Falle, ja, wir brauchen mehr Leute. Ja, weil oft sage ich, nee, ihr braucht nicht mehr Leute, braucht auch mal einen anderen Weg, wie ihr eure Arbeit überhaupt organisieren könnt. Das ist nicht immer alles, gerade in komplexen Umfeldern mit mehr Leuten, ist es nicht getan. Oder wenn es schlimmer läuft, ja, adding more people to a late project makes it later. Einen zweiten Wunsch, wenn ich einen hätte, wäre, und ich habe ja gerade am Dienstag einen Artikel über kognitive Verzerrungen, vielleicht hat ihn jemand gelesen, veröffentlicht, diese Unfähigkeit, auch mal laufende Arbeiten einfach zu stoppen. Ja, und man muss ja nicht vernichten und sagen, das war total bescheuert, was wir gemacht haben. Kann da einen anderen Umgang finden und sagen, naja, nee, es braucht einfach jetzt eine neue Priorisierung. Wir stoppen das jetzt mal. Wir sind so konsequent. Ich habe das Gefühl, alles, was Organisationen anpacken, wird dann irgendwie versucht, zu Ende zu machen. Statt auch ehrlich mal zu sagen, nee, das wird jetzt gestoppt. Warum auch immer. Ja? Vielleicht, weil wir selber doch noch nicht verstanden haben, warum wir es eigentlich machen sollten. Vielleicht aber auch, weil es jetzt schon absehen lässt, dass diesen Wert, den wir eigentlich damit kreieren wollten, dass der gar nicht zu erzielen ist. Und die Unfähigkeit, laufende Arbeit zu stoppen, deswegen der Hinweis zur kognitiven Verzerrung, das ist einfach auch so eine Tendenz, dass wir irrationalerweise an Dingen festhalten, in die wir schon viel Zeit und Energie investiert haben. Das ist ein Grund mehr, warum du immer auch in MVPs und in kleinen Arbeitseinheiten denken sollst. Weil je größer die Arbeitseinheiten werden, desto schwieriger wird es, dass Leute auch mal sagen, okay, ich kann davon auch mal wieder ablassen. Das heißt, dieser Gedanke in Minimum Viable Solutions oder auch in Prototypen, das ist wirklich entscheidend, damit ich auch überhaupt eine gute Voraussetzung habe, um auch laufende Arbeiten mal zu stoppen. Ja, und damit geht einher, ich habe gerade, weiß nicht, gestern oder heute nochmal gehört, der Nummer eins Grund, warum auch junge Technologieunternehmen und Startups scheitern, ist dieses premature Scaling, also zu früh zu viel zu wollen. Also bleibt bei kleinen Arbeitseinheiten, ihr tut euch damit einen Riesengefallen, ja, und denkt nicht in diesen episch großen Brocken und versucht wirklich die Arbeit zu beschreiben, gut zu strukturieren, zu priorisieren und dann in eine gute Umsetzung zu überführen. Dann wären wir auch am Ende. Kurze Zusammenfassung: gute Backlogs sind immer transparent. Also wenn du mir sagst, du hast einen Backlog und wir reden miteinander, dann wird meine erste Frage sein: Zeig's mir. Oder bitte, ich sag's mal so: Ich werde dich bitten, mir deinen Backlog wirklich zu zeigen. Und dann gibt es vier Schritte oder vier Managementprozesse. Schritt eins: Beschreibe es, um überhaupt die Ziele einzelner Arbeitseinheiten zu verstehen. Schritt zwei, strukturier es, damit du auch gut navigieren kannst und wirklich auch die Übersicht behältst. Drittens, priorisier es bitte. Und viertens, finde für dich einen Prozess, von dem du sagst, da bleibe ich jetzt drin. Ja, warum? Und willst dauerhaft handlungsfähig sein und natürlich auch den Backlog-Prozess immer weiter verbessern. Und da kann ich dir noch einen Tipp geben, ja, trust the process, aber auch slow and steady wins the race. Also bleib in diesem Prozess und versuch den wirklich zu etablieren. Und versuch nicht, ja, wir machen es jetzt einmal, großes Bohai und führen hier Backlog-Prozesse ein. Das ist wirklich ein kontinuierlicher Lernprozess und das geht bis zurück zur Frage, wie beschreiben wir eigentlich Backlog-Items, wie wollen wir uns hier strukturieren. Das ist permanent im Fluss. Versuch das nicht einmalig, da die Silver Bullet für dich zu definieren. So. Jetzt hätten wir noch gerne Zeit für ein paar Fragen. Was nicht heißt, dass es sein muss. Wenn keine Fragen sind, heißt es entweder, es war einfach brutal gut oder ich habe keine Ahnung, was er die ganze Zeit erzählt hat. Ich weiß es selber nicht. Einer hat die Hand gehoben. Peter fragt, bekommt ihr die Präsentation? Sehr gerne. Ich lege einfach die Aufzeichnung wieder ab und dazu auch die Präsentation. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann
Hier kommt noch eine. Und zwar fragt Ilka, wie finde ich den richtigen Zeitpunkt, um abzubrechen? Objektive Kriterien aus dem Bauch. Naja, am besten, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Größe der Arbeitseinheiten, die du definierst. Wenn du zu große Arbeitseinheiten definierst, findest du den Zeitpunkt möglicherweise nie. Wenn du kleine Arbeitseinheiten definierst und dann, ich sagte ja eingangs, finde immer wieder Interaktionspunkte auch mit den Kunden und den Nutzer, um herauszufinden, ob das, was du getan hast, wirklich den Nutzen stiftet, den du glaubst. Ja, und von daher geht es darum, Arbeit auch wirklich, und das ist wirklich, also das braucht wirklich Übung. Also zu gucken, wo genau kann ich die Arbeit jetzt so anfassen und auch mal handhabbar machen, dass ich überhaupt dann mit einem Nutzer auch in Interaktion komme. Und ich würde sagen, das ist der beste, also diese Suche nach, was ist denn hier wirklich möglicherweise ein Prototyp, wie kriege ich ein Gefühl dafür, ob das, was ich hier eigentlich tun will, wirklich einen guten einen Nutzen generiert. Für den Anwender. Und dann würde ich sagen, dieses Feedback ist das Allerwichtigste. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Also ein Team, was ich begleite, da gibt es halt, das geht um Geschäftsprozesse und dann konnte halt dieser Geschäftsprozess nicht sauber abgebildet werden in einem Digitalprodukt. Und dann kam die Idee zu sagen, ja, wir machen hier. Warum? Ja, weil das auch Außendienstmitarbeiter betrifft, die ständig on the go sind und die sollten dann irgendwo was abtippen und das hat nicht so richtig zusammengepasst. Hat eine Idee, lass uns mal Speech-to-Text machen. Super. Hätten wir keine Ahnung, wie viele Sprints gedauert. So, was ist die erste kritische Frage? Erste kritische Frage ist, unterstützt Technologie das, was wir eigentlich erreichen wollen? Also war wirklich der wirklich, das war nicht mal ein Prototyp, das war eine Stunde Arbeit. Ja, hat sich jemand hingesetzt und gesagt, ich nehme hier mal ein paar Voice-Files auf. Wir verteilen das mal auf 10 unterschiedliche Voice-Provider und gucken uns auch mal an die Qualität, die dann zurückkommt. Und haben das genommen, um überhaupt zu verstehen, wie gut kann die Technologie in dem Punkt jetzt dem Kunden, dem Nutzer überhaupt helfen, seine Arbeit besser zu erledigen. Also nur mal ein Beispiel. Ja. Es geht wirklich darum, zu verstehen, wo kann ich jetzt genau einhaken, um dann auch beurteilen zu können. Was gut ist und das gibt dir dann wiederum ein gutes Feedback, ob du abbrechen solltest. So, Thomas fragt, was empfiehlst du, wenn viele Leute am selben Projekt arbeiten, ein Backlog oder einzelne? Ja, unbedingt. Sehr gute Frage, Thomas. Also meine direkte Gegenfrage wäre, wie viele Leute? Aber ich habe ja die steile Hypothese, dass jedes Unternehmen nur einen Backlog hat. Und ich sagte ja eben schon, dass der Kontext immer entscheidend ist für den Umfang deines Backlogs. Und wenn du sagst, wenn die am selben Projekt arbeiten und der Kontext deines Backlogs ist durch das Projekt definiert, dann gibt es einen Backlog. Punkt. Weil sonst teilen sich die wieder Arbeit auf, jeder hat wieder einen anderen Prozess. Was hier oft verwechselt wird, meiner Ansicht nach, ist der Umstand, ob es ein Backlog ist und eine Ansicht, die ich auf einen Backlog habe. Also stell dir eine Riesentabelle vor, eine Excel-Tabelle mit tausenden von Zeilen. Ja, das wäre dein Backlog. Da sagst du, kann ich nicht navigieren. Da sagen die Teams, ich brauche ein eigenes. Natürlich, Ziel eines gut gepflegten Backlogs ist, dass die Leute die für sie relevante Arbeit überhaupt entdecken können und einen guten Zugang dazu haben. Aber das ist ja nur eine Ansicht. Wenn du mir sagst, die Excel-Tabelle ist zu lang, deswegen will ich eine zweite Ansicht draus oder will ich eine zweite draus machen, würde ich sagen, nein. Lass uns gemeinsam überlegen, wie kannst du die Tausende von Zeilen so filtern, dass es für dich bedeutsamer wird. Also, woran, welchen Ausschnitt aus dieser Tabelle willst du sehen? Und das, wenn man das wirklich konsequent zu Ende denkt, es gibt aber kein Tool, das ich kenne, das es unterstützt. Das ist mehr so ein konzeptioneller Input, dass ich sage, am Ende hat jedes Unternehmen immer nur einen Backlog. Und auch ein Produkt-Backlog, ein Projekt-Backlog ist am Ende ein Bestandteil eines Unternehmens-Backlogs. So, dann gehe ich mal weiter. Das relative Schätzverfahren war für mich ein Aha-Erlebnis. Sehr gut. Thomas, deine Frage habe ich beantwortet. Michael fragt, was tun gegen überfüllte Backlogs? Wenn du nach Kanban von rechts nach links schon so optimiert hast, dass dein Backlog direkt vor dem Flaschenhals steht. Also ich
könnte jetzt, also ich versuche die Frage zu beantworten, weil sie könnte in zwei Richtungen gemeint sein. Also erstens, kann es sein, dass du wirklich einen Engpass im Arbeitsprozess hast? Ja, dann würde ich versuchen, diesen Engpass aufzulösen. Oder mir überlegen, können wir vielleicht einen Arbeitsprozess anders designen, dass dieser Engpass an einer anderen Stelle auftritt, wo er nicht mehr so kritisch ist. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass die Brocken, die du hier in die Umsetzung gibst, auch zu groß sind. Ja, und dass es deswegen zu einer, im wahrsten Sinne zu einer Verstopfung kommt. Ja, das wären die zwei Sachen, die ich mir angucken könnte, aber das ist wirklich eine knifflige Frage. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Genau, Ilka, das hat auch was mit Kill Your Little Darlings. Wenn jemand weiß, wer es gesagt hat, dann gibt es einen besonderen Daumen nach oben. Kill off your little darlings. Aber genau darum geht's. Frag mich, ich habe mal 3 Jahre im Startup verbracht, weil ich so war, begeistert von meiner eigenen Idee war, dass ich 3 Jahre meines Lebens so viel Geld verschwendet habe. Christian, ich weiß nicht, ob du jetzt hier als User möchte ich Feature, damit ich nutzen. Das ist genau eine User Story. Ich sehe jetzt hier keine Frage. Vielleicht, wenn, stell sie nochmal bitte. Ingo fragt, wie behält man den Überblick zwischen den verschiedenen geplanten Sprints im Backlog und Dingen, die noch nicht anstehen, aber schon am Horizont erkennbar sind? Ich mache das oft so, dass ich mir, also in so einer Kanban-Logik, ja, oder auch wie auch immer, dass ich mir, wenn ich mal das in der Kanban-Logik erkläre, dass ich so eine Lane aufbaue, Ideen. Wo ich wirklich alles reinschreibe, und da sage ich ja jedem anderen, da darfst du alles reinschreiben. Ja, und dann sprechen wir regelmäßig drüber und dann ziehen wir das hoch. Aber es kommt ein bisschen drauf an. Meistens versuche ich es, ja, meistens versuche ich es auch über eine Struktur zu lösen. Also, dass ich, ne, dass ich sage, eine dritte Möglichkeit wäre, aber das kommt ein bisschen aufs Tooling an, dass du ein eigenes Work-Item dafür definierst. Also Ingo, wenn du mir sagst, ne, kenne mich in ein, zwei, kenne ich mich ganz gut aus, aber das wären so spontane Ideen. Also sprich je nach Tool sogar vielleicht einen anderen Status, ja, dass du sagst, das ist Idea Stage. Das geht so ein bisschen in die Kanban-Logik mit rein. Also das ist wirklich eine Tooling-Frage für mich. So, ich klicke mich weiter durch. Sajus, relatives Schätzverfahren. Ja, wie gesagt, Weighted Shortest Job First, einfach mal googeln oder mal im Blog nachgucken. Ist wirklich alles, was dafür braucht, ist Zeit. Und die darf man sich ab und zu nehmen. Ehrlich über Kapazitäten sprechen ist einfach gesagt schwer umgesetzt, denke ich. Schwer umgesetzt. Gibt es dafür Tipps? Gute Frage. Ich glaube nicht. Also ich glaube, da, also A, es überhaupt mal transparent zu machen. Ja, wo der Wahnsinn ja oft schon losgeht, ich sage das jetzt mal in einem Projektstaffing, dass sich Leute überlegen, ja, brauchen wir, keine Ahnung, 3 Vollzeitäquivalente für. Ja, okay, dann nehmen wir eineinhalb, 4 zu jeweils 25% und keine Ahnung, die restlichen anderthalb füllen wir dann mit X Leuten auf, die irgendwie ein bisschen ihrer Zeit allokieren können. Das würde ich halt nicht machen. Das ist für mich kein ehrliches Gespräch über Kapazität. Deswegen gehe ich da meistens so vor, und das ist vielleicht ein Tipp, zumindest für die Projektumsetzung. Ich sage, wenn ihr dieses Projekt umsetzen wollt, und das auch noch, mein Kontext ist ja dann auch so agile Arbeitsweisen auf eine agile Art und Weise, dann sage ich, sollen die Leute mindestens 50% ihrer Zeit mitbringen. Dann geht eine Riesendiskussion los. Und dann hast du aber genau das Gespräch, von dem ich glaube, dass du es führen solltest. Dann sage ich, naja, ich verstehe eure Aufregung, aber verstehe sie auch gleichzeitig nicht, weil dann ist es vielleicht nicht wichtig genug. Dann lass uns gerne mal über die Priorisierung sprechen. Ja, und diese Gespräche immer wieder zu führen und nicht so zu tun, das kommt halt aus dem Denken,
Ja, dass der Mensch als, sage ich mal, so ein bisschen Produktionsvariable halt schön geteilt werden kann und seine Zeit auf 20 Projekte auf einmal aufteilen kann oder fünf oder ich weiß es nicht. Das ist halt irre. Ja, es ist auch einfach falsch. Und wenn Leute das tun, dann, also ich würde diesen Weg immer gehen, zu sagen, ja, komm, was haben wir hier im Projekt, wichtige Initiative? Ja, okay, dann lass uns, sei noch frecher und sag, dann, da brauchen wir drei Fulltime-Leute für. Und dann für diese Gespräche. Und das wäre schon mal ein extrem guter Start. Ich hoffe, es hat missgeholfen. So, dann müssten wir, genau, Christian hat es erledigt. Dann vielen Dank für die vielen guten Fragen. Jetzt sehe ich hier parallel noch was im Chat. Sehr gut. Anscheinend keine neuen Fragen. Wenn doch, schreibst du mir bitte einfach eine E-Mail. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Auf Wiedersehen.